Nicht selten sorgt die Glarnerlandsgemeinde im helvetischen Umfeld für Furore. Oder zumindest für Aufmerksamkeit. So kennen die Glarner bereits heute das Stimmrecht für Jugendliche ab 16 Jahren. Und der im Osten der Schweiz gelegene Kanton Glarus mit seinen 38.000 Einwohnern hat seine 25 Ortschaften kurzerhand zu lediglich drei Kerngemeinden fusioniert. Nämlich zu Glarus Nord, Glarus und Glarus Süd. Wegbereiter dafür war nicht zuletzt das im Kanton noch immer fest verankerte Polizsystem, die Glarner Landsgemeinde. Gegen 700 Jahre regelt sie unter freiem Himmel die politischen Belange der Glarner Bevölkerung. Natürlich gibt es im Vorfeld hitzige Diskussionen und rauchende Köpfe. So auch in diesem Jahr. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Die nächste Landsgemeinde soll nämlich festlegen, ob im Glarnerland das neue Bundesgesetz zum Passivraucherschutz unverändert übernommen wird oder ob in den Gastrobetrieben ausnahmslos und generell nicht mehr geraucht werden darf. Die Wirte fürchten um ihr Einkommen. Das wäre aber verrückt, da können wir jetzt nicht ganz zumachen. Die Raucher um den blauen Dunst an ihren Stammtischen. Passivrauchen ist ein grosses medizinisches Problem. Darum werden wir uns von der Lungenliga. Aus Sicht der Lungenliga gibt es nur eine taugliche Option: striktes Rauchverbot. Insgesamt drei schriftliche Anträge aus dem Volk möchten das Thema Passivraucherschutz vor die Landsgemeinde bringen. Als vollziehende Behörde behandelt der fünfköpfige Regierungsrat alle staatlichen Geschäfte des Kantons. Er koordiniert die Verwaltungsdepartemente, berät über Begehren aus dem Volk, ergreift Initiativen und pflegt den Kontakt zur Bundesebene. Seit zwei Jahren wird das Politgremium erstmals in der Glarner-Geschichte von einer Frau geführt. Der Memorialantrag vom Einzelbürger ist strenger als die Version vom Bund. Es sollten keine Ausnahmen gemacht werden bei kleinen Beizen. Wir schlagen euch vor, dass wir die beiden Memorialsanträge zur Ablehnung unterbreiten und uns auf die Bundeslösung stützen. Es hat für mich einen kleinen Schwachpunkt, und zwar fehlt für mich eine Jugendschutzbestimmung. Ich unterstütze das. Was ich nicht gut finde, dass der Bund jetzt den Kantonen die Möglichkeit gibt, weiterzugehen als Bundesgesetz. Ich bin gleicher Meinung wie der Regierungsrat Schalkamm. Ich denke, nicht verschärfen, so wie es vorliegt, so kann ich dem zustimmen. Das heisst, das Gesetz, die Vorlage, tun wir so jetzt weiterleiten an Landrat. Das Kantonsparlament setzt sich aus 60 Männern und Frauen zusammen, die sechs verschiedenen Fraktionen angehören. Der Landrat als oberste Aufsichtsbehörde fasst Finanzbeschlüsse und bereitet die Landsgemeinde vor. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen Landratssitzung. Unter der Leitung Ihres Präsidenten wird an der heutigen Sitzung das vom Regierungsrat vorbereitete Geschäft Schutz vor Passivrauchen behandelt. Traktandum 4. Dazu liegt Ihnen der Bericht vom Regierungsrat vom 15. September vor und der Bericht von der Landrätlichen Kommission vom 28. Oktober. Eintreten war unbestritten, auch wenn man teilweise die Frage des Passivraucherschutzes gerne in einem grösseren Zusammenhang gesehen hat. Es gilt das freie Wort zur Debatte. Pro und Contra wollen abgewogen und aus allen Blickwinkeln betrachtet sein. Der gemeinsame Kommunikationsprozess ermöglicht den Landratsmitgliedern, ihre Meinung nochmals zu überdenken, bevor sie endgültig ihre Stimme abgeben. Darum fordere ich Sie auf, dem Antrag vom Regierungsrat und der Kommission in der vorliegenden Fassung zuzustimmen. Besten Dank. Also wer beim Punkt B, regierungsrätlichen Antrag unterstützt, bitte ich jetzt die Hand aufzuheben. Wer den Antrag Margret Wischer unterstützt vom Landrat Fridolin Luchsiger unterstützen, bitte ich jetzt die Hand aufzuheben. Das zweite ist das kleinere Mehr.
Also, Sie haben eindeutig mit grossem Mehr dem Antrag von der Regierung und der Kommission. Der Ratssekretär protokolliert und erarbeitet mit dem Ratsschreiber eine schriftliche Fassung des Traktandums Passivraucherschutz. Alle wichtigen Informationen und Hintergründe zu den verschiedenen Landsgemeindegeschäften müssen dem Stimmvolk rechtzeitig in gedruckter Form zur Verfügung stehen. Das verlangt die Kantonsverfassung. Sämtliche Haushaltungen mit mindestens einer stimmberechtigten Person erhalten die umfangreiche Broschüre zugestellt. Letzte Gelegenheit zur Meinungsbildung. Was ich sage, jetzt heisst, von mir aus können Sie überall rauchen, nur nicht im Garnischen. In der Regel verfolgen gegen 8000 Heimweglarner, Besucherinnen und an der Politik Interessierte die Vorgänge auf dem Ring. Aber ich bin natürlich froh. Es ist freiwillig, dass du ins Garnischen überkommst. Wie rauchfrei es in den Gaststätten künftig zugeht, wird vom Glarner Stimmvolk morgen ausgejasst. Am Landsgemeindesonntag versprechen Wetterprognose und ein besorgter Blick zum Himmel wenig Gutes. Demokratie verlangt Allwettertauglichkeit. Was heißt, flexibel sein und offen für das Kommende. Im Hotel Glarnerhof erwartet die Regierung ihre Politgäste. Dieses Jahr vertritt Bundesrat Maurer die Eidgenossenschaft. Geschätzter Herr Bundesrat, liebe Gäste, jetzt ist es soweit. Die Landsgemeinde 2010 findet statt. Die Regierung von Appenzell-Ausserrhoden, hohe Militärfunktionäre sowie weitere Geladene aus dem In- und Ausland werden heute das Geschehen an der Glarner Landsgemeinde mitverfolgen und ein Stück Urdemokratie erleben. Der Glarner und der Bundesweibel geleiten zum Rathaus. Dort im Vestibül formiert sich der Umzug zum Landsgemeindeplatz. Sehen und gesehen werden ist Absicht und erlaubt erste Kontakte mit der Bevölkerung. Punkt 9:30. Die Landsgemeinde kann beginnen. Auch heute noch ist sie unbestritten. Weder überholt und schon gar keine Folkloreveranstaltung. Landsgemeinde ja oder nein? Die Frage ist nach wie vor kein Thema. Präsent ist immer auch das Militär. Verankertes Sinnbild für Sicherheit, Schutz und Unabhängigkeit. Landesschwert und Zepter, die Symbole der obersten Macht, spielen im Zeremoniell der Landsgemeinde eine zentrale Rolle. Den Glarner Weibeln folgen die Regierungsräte, die geladenen Gäste, der Landrat und die Gerichte. Von der höchsten Glarnerin wird nun eine Eröffnungsrede erwartet, mit Ausblick auf die Welt, die Heimat, den Kanton und seine Landsgemeinde. Zu raten, zu lindern und zu mehren. Anno 1387 wurde unsere Landsgemeinde erstmals urkundlich erwähnt. Wir haben zur Vereinigung von der Landsgemeinde. Ich ersuche alle Stimmberechtigten, sich von den Sitzen zu erheben. Der Ratsschreiber verliest die Eidesformel. Wir geloben und schwören die Verfassung und Gesetze des Bundes und des. Die Vereidigung, ein feierliches Ritual, ist ein Bekenntnis und Versprechen zu ethischem Handeln. Dies gilt sowohl für Regierungs- und Behördemitglieder als auch für das versammelte Stimmvolk.
Bürger zu schützen und zu schirmen, so wahr als wir bitten, dass uns Gott helfe. Ich ersuche alle Stimmberechtigten, die Schwerfinger von der rechten Hand aufzuheben und mir dem Wort nachzusagen, dieses schwöre ich. In der Reihenfolge der Traktantenliste wird zuerst der Landammann und dessen Stellvertreter, der Landesstatthalter, gewählt. Zuerst zu der Wahl vom neuen Landammann. Ich gewärtige Vorschläge. Ich habe gehört, Regierungsrat Römi Marti Riedere. Wenn dem Regierungsrat Römi Marti stimmt, als neue Landammer WG soll das mit der Stimmkarte bezeugen. Der Römi Marti ist als Herr Landammer gewählt. Ich ersuche den Herrn Landammer, die Schwerfinger von der rechten Hand aufzuheben und mir dem Wort nachzusagen, dieses schwöre ich. Dieses schwöre ich. Der Eid ist geleistet. Herr Landammer, ich wünsche dir eine gute Zeit. Ich übergebe dir jetzt das Landesschwert und ab jetzt bist du für das Wetter zuständig. Das Landesschwert als Symbol der Regierungsgewalt autorisiert den Neugewählten, mit den Geschäften zu beginnen. Auf ihn wartet ein wahrer Traktantenmarathon. Man wird über Verfassung und Gesetze, über Steuern und weitere wichtige Obliegenheiten des Kantons befinden. Und natürlich auch über das Gesetz zum Schutz vor Passivrauchen. Bevor ich mit dem Traktandum Wahlen weiterfahre, ist es mir ein Bedürfnis, Ihnen für das Vertrauen, das Sie mir mit der Wahl zum Landammen entgegengebracht haben, zu danken. Und jetzt komme ich zum Geschäft Nummer 7, Memorialsantrag Passivraucherschutz auf der Seite 12 bis 18. Das Wort zum Traktandum 7 ist frei. Das Wort ist frei. Dieser Kernsatz fordert das Stimmvolk auf, das Landsgemeindeprivileg der freien Rede zu nutzen. Alle, die sich zu einem Geschäft äußern wollen, müssen angehört werden. Nur ausfällige und verletzende Voten darf der Landammann unterbrechen. Hochvertraute, liebe Mittlandleute, wir haben in dem Land eine freie Marktwirtschaft. Wir sind doch mündige Bürger und können selber entscheiden, was für uns gut ist. Ich habe mich bis zu immer als freier Schweizer gefühlt. Und dass alle gleiche Chancen sollten haben, zum gesund zu leben. So sollen auch das Servicepersonal und auch die Familien von der Wirt möglichst vor dem Passivrauch geschützt werden. Traus ist im Tourismuskanton und Touristen erwarten heutzutage rauchfreie Restaurants. Und dort in diesen Kantonen, wo ein totales Rauchverbot eingeführt worden ist, sind die Umsätze zwischen 30% und 50% Ich komme zur Abstimmung. Wer will Landrat und Regierung Bundeslösung umverändert wird über mich, soll das jetzt mit der Stimmkarte zeigen. Wer hingegen den Verschärfungsantrag will, annehmen, dass er jetzt die Karte aufhört. Das erste ist das größere Meer, Sie haben Bundeslösung angenommen. Der oberste Repräsentant mit besonderen Befugnissen führt durch die noch anstehenden Geschäfte. Es läuft gut. Dieses Amt erfordert rhetorisches Geschick und einiges an Fingerspitzengefühl für die Vorgänge im Ring. Ergänzung von Artikel 60 und 63 vom Gemeindegesetz, Erweiterung. Ausharren bis zum letzten Traktandum. 5 Stunden wurde diskutiert, gemehrt und gemindert. Eine beeindruckende Demonstration an Stehvermögen und Disziplin. Nun aber ist's genug. Hunger, Durst und nasse Füße fordern ihren Tribut. Ich wünsche Ihnen allen nur eine angenehme und gemeinsame Zeit.
Und während die einen ihrem Nachwuchs ein Karussellvergnügen gönnen oder gemütlich durch die Marktstände schlendern, erholen sich die anderen beim traditionellen Landsgemeindeschmaus. Kalberwurst an weißer Soße mit Kartoffelstock und gekochten Dörrzwetschgen serviert. Und zum Dessert dürfen das delikate Blätterteiggebäck, die Glarner-Pastete samt Fridolin, dem Schutzpatron, nicht fehlen. Er wird auch weiterhin über dem Tal der Lind wachen, bis das Stimmvolk zu Glarus am ersten Sonntag im Mai erneut sein politisches Haus bestellt.